Sehr viele Leute haben in letzter Zeit darüber geredet und heute ist es wirklich passiert. Man sieht schon, es gibt den Michael Myers im Shop. Hier oben gibt es direkt sogar ein dickes Paket. Michael Myers sollten die meisten eigentlich kennen, ist bekannt aus mehreren Horrorfilmen, würde ich sagen. Und da schauen wir direkt mal rein. Hier der Michael Myers mit Maske hier natürlich. Und dann gibt es hier direkt dieses Rückenaccessoire, so ein Schnitzkürbis. Ansonsten gibt es hier noch Live aus Haddonfield. Hier mit so einem, ich sag mal, Keyboard und mit dem Messer in der Hand. Und die Musik, die kennt man natürlich. Eine sehr, sehr nice Melodie. Und dann gibt es natürlich auch noch das Messer einzeln als eine Spitzhacke. Sehr, sehr nice. Okay, ich denke mal, es wird viele freuen. Es wird darüber wirklich sehr, sehr viel geredet. Und da haben wir endlich den Michael Myers. Sehr, sehr krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er jetzt wirklich dann heute so reinkommt. Aber der ist auf jeden Fall am Start. Darunter sehen wir schon Konfetti, Leopard. Ist eine neue Lackierung hier. Okay, also noch mehr Neues. Sehr, sehr interessant. Schauen wir kurz mal an, die leuchtet so ein bisschen auf. Ja, ist okay. So Leopardenlackierung halt. Kann man machen. Und daneben das Oboes-Paket ist jetzt nichts Besonderes. Nach knappen 2 Monaten zurück. Layskin, Paradox-Skin, diese Hacke und dem Gleiter. Kennt man alles schon. Darunter gibt es aber wieder ein paar seltenere Sachen. Kürbiskiller ist zurück, sogar mit einem neuen Stil. Nach 297 Tagen, also schon ein bisschen selten gewesen. Dann gibt es den Hohlkopf daneben, nach 358 Tagen zurück. Und da gibt es noch passend seine Hacke dazu. Auch 358 Tage nicht hier gewesen. Der Kürbisagent ebenfalls 358 Tage nicht am Start. Und dann gibt es hier noch den Kürbiskämpfer, 389 Tage war er nicht hier. Okay, gut selten. Und das war's auch schon. Tägliche Sachen. Da ist jetzt nichts krass Besonderes bei. Vorhin erst eine Dominatorin, knapp einen Monat nicht hier gewesen. Spezialkommando 3 Monate nicht hier gewesen. Der Wolkenschlagleiter einen Monat nicht am Start gewesen. Gekonnt auch nur knapp einen Monat nicht. Genauso wie die anderen beiden Sachen waren so ein bisschen über einen Monat nicht am Start. Schalenregen und Davonwatscheln. Also jetzt hier nichts Seltenes bei. Aber dafür haben wir halt darüber seltenere Sachen. Und natürlich den Michael Myers, was auch heftig ist. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Hier ist noch alles gleich geblieben, verdammt viel Zeug am Start, wobei ein bisschen weniger wurde es auf jeden Fall. Aber das Besondere natürlich der Michael Myers.